Was es beim Ein-Festival am Mozarteum Salzburg, das diesen Juni seine Premiere feierte, zu erleben gab, seht ihr nun. Realisiere dich selbst, so heißt es an der zartrosa gestrichenen Wand in der Küche jenes Teils des Mozarteum, in dem die Studienrichtungen Schauspiel und Regie sowie Bühnen- und Kostümgestaltung, Film- und Ausstellungsarchitektur untergebracht sind. Wir befinden uns hier an einem besonderen Ort, nämlich im Herzstück des Instituts, und gleichzeitig sind wir aus einem besonderen Anlass hierher gekommen. Wegen der Premiere von Ein Festival nämlich, in dem sich Studierende der Schauspiel- und Regieklassen mit den Bühnenbildnern zusammengetan haben, um an zwei sommerlichen Tagen und drei ebenso sommerlichen Abenden gegen Semesterende ausgewählte Arbeiten an die Öffentlichkeit zu bringen. Auf insgesamt 5 Ebenen des architektonisch den freien Geist des Hauses spiegelnden Gebäudes konnte man am 27. und 28. Juni einem an Themen, Formen und Ausprägungen vielfältigen Kulturgenuss frönen. Neben Performances, Schauspielaufführungen, einer Installation und einem Film gab es Foto- und Zeichenprojekte und Präsentationen von Bühnenbildern und Kostümen zu bewundern. Eine Open Class, in der Schauspielstudierende des dritten Jahrgangs verschiedene Prosa- und Theatertexte sowie Kurzgeschichten vortrugen, eine Open Stage, auf der witziges, skurriles und herzerwärmendes dargeboten wurde, ein Poetry Slam und schließlich eine Karaoke-Show rundeten das Programm ab. Den Höhepunkt des Festivals bildeten die drei Abendvorstellungen im Theater im Kunstquartier. Beim Flanieren durch die studentischen Fantasiewelten sind wir unter anderem auf eine Arbeit gestoßen, in die man über einen leintuch umhüllten Eingangsbereich gelangt. Mit Miriam, einer Bühnenbildstudentin am Mozarteum, haben wir uns dort, also im Inneren ihrer Arbeit, die sie gemeinsam mit einer Studienkollegin ins Leben gerufen hat, über ein Festival unterhalten. Hallo Miriam, Servus. Ich wollte dich fragen, wie ist es zur Idee für dieses Festival gekommen? Also das Festival ist so entstanden, meines Wissens nach, dass unsere Studenten, Vertreter der verschiedenen Abteilungen, also Regie, Schauspiel und Bühnenbild, sich irgendwann im Herbst getroffen haben und einfach festgestellt haben, oder eigentlich ist es bei einer Studentenvollversammlung, glaube ich, dieser Gedanke aufgekommen, dass wir gerne als alle drei Abteilungen irgendwie einen Zeitraum in unserem Studium hätten, wo wir uns mal treffen können und zusammen irgendwie was machen, unsere Arbeiten zusammenlegen, mal sie nebeneinander zeigen oder miteinander zeigen. Und dadurch ist diese Idee für das Festival entstanden, das mal zusammen zu feiern, so was wir alles machen und nicht immer das eine besser als das andere darzustellen, sondern auch eine große Idee von dem Festival ist, dass jeder so seine Lieblingsarbeiten einfach zeigen kann, dass die Studenten entscheiden, was sie von sich zeigen wollen und nicht, dass von oben irgendwie entschieden wird, was jetzt die Arbeiten sind, die man rauspickt. Und eben zum Beispiel im Gang sieht man so Fotos, die im Studium irgendwie immer total untergehen, obwohl ganz viele Menschen einfach noch nebenbei voll spannende Sachen machen, und das soll irgendwie auch der Raum sein, um das sichtbar zu machen. So, genau. Und wir befinden uns ja gerade in einem interessanten Raum hier. Genau. Da hängen lauter Wäschestücke. Kannst du uns verraten, wo wir da sind, was das genau Genau. ist? Also das ist gerade eine Installation, die aus einem Bühnenbild entstanden ist, das meine Kollegin und ich für Don Giovanni gemacht haben, drüben im großen Studio vom Mozarteum. Hatten am 14. Juni Premiere und haben das eine Woche lang gespielt. Und genau, die Grundidee war eben, es ist ein Bühnenbild aus Damenunterwäsche. Und also es sah ein bisschen anders aus, da gab es so einen schwarzen Umraum und dann gab es so Vorhänge, und die haben sich immer bewegt. Und es ging irgendwie darum, so Don Giovanni in so, also erstens mal das Ausmaß irgendwie von seinem Sexwahn sichtbar zu machen auch und von all diesen Frauen, aber auch irgendwie sowas zu bauen, was ihn eigentlich auch wieder einholt. Also es ging so um, unser Regisseur hat das mal sehr schön gesagt, so das so seinen Kampf gegen die ständige Gegenwart des Todes. So. Und wie sieht ein Ausblick aus? Glaubst du, wird das Festival nächstes Jahr wieder stattfinden? Können wir uns auf ein neues freuen oder? Also ich hoffe es gerade sehr. Ich glaube, es kommt vollkommen, hängt halt von uns ab, und da natürlich an der Uni die Studenten immer wechseln, welche aufhören und andere dazukommen. Weiß ich es gerade nicht, und es kommt auch, glaube ich, sehr auf den Erfolg an. Aber ich denke, so heute war auch der Rektor bei unserer Eröffnung, und ich glaube, dass wir auf jeden Fall irgendwie ein Statement gesetzt haben. Und er selber hat es auch so formuliert, dass es wie eine Übernahme der Studenten ihrer Uni, und er freut sich sehr darüber. Und ich hoffe einfach, dass es in die Richtung auch weitergeht, dass wir mehr hier unseren Raum eigentlich uns zu eigen machen.
In einem weiteren Raum eröffneten sich uns gezeichnete und gemalte Bildwelten. Auf einer Langbank an schwebenden Tischen konnte man in Skizzenbüchern, die auf einer Exkursion nach Italien entstanden, schmökern, oder man spazierte durch bunt gemischte Räume, in denen man sich zwischen Videos mit Leuchtschwertkämpfern und verschiedensten zwei- und dreidimensionalen Kunstobjekten wiederfand. Besonders magisch wirkten auch die sogenannten Raumkostüme, die durchs Dachgeschoss stolzierten, wobei sich Studierende ein ganzes Semester lang intensiv nur einem einzigen Kostümstück widmeten. Absurd und teilweise außer- oder überirdisch wirkend, überdimensional riesenhafte Gestalten waren das Ergebnis dieses Projekts. Puppenhaus, Bühnenbild, fantasievoll elegantes, goldbefedertes Schuhwerk, perspektivische Experimente oder auch Zeichenstudien unter stündlich gesteigertem Alkoholspiegel. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Mein Herr, wie ich Ihrem Brief entnehmen konnte, haben Sie mich meinem Vater abgekauft. Auch Schauspielerisches war in unterschiedlicher Weise zu erleben. Unter anderem wurden wir Zeuge der Aufführung des Stücks »Fernando Krapp hat mir diesen Brief geschrieben«. Fernando Krapp hat sich selbst gemacht. Vielleicht hat er seine erste Frau in Mexiko umgebracht. Jedenfalls will er jetzt Julia heiraten und will ein »Ich liebe dich« hören. Die Heirat klappt, der Rest nicht. Du willst mich nicht heiraten, Julia? Aber warum denn? Du liebst mich doch. Also gut. Dann machen Sie mit mir, was Sie wollen. Was soll das heißen? Ich höre mit dir an, was ich will. Das heißt, ich weiß es nicht. Juli, ich habe mir doch keine Nutte gekauft. Na los, legen Sie sich hin. Ja. Ja, Julia, Peter sind unfähig zu lieben. Sie fordern Liebe, als ob es ein Recht gäbe auf unbegrenzte Liebe und Treue. Ein Beispiel, ein Mann nimmt sich eine schöne Frau und führt sie vor. Seht meine schöne Frau, seht meine Tigerin und er führt sie an der Kette. Seht, wie sie mir gehorcht, sie gehört mir. Aber deshalb liebt er die Tigerin noch lange nicht. Es gefällt ihm nur, sie zu besitzen. Und ich bin die Verrückte, ja? Ein paar Blicke konnten wir auch auf das Schauspiel Brand werfen, in dem es um Respekt und Ignoranz, um zwischenmenschliches Spielen und Einsamkeit und um Berufung und Inspiration geht. Wir stiften einen Brand mit mehreren Texten von August Strindberg, die nicht zusammengehören, so das Programm von Ein Festival. Auch der weitläufige Innenhof der Universität verwandelte sich in diesen Tagen in einen künstlerischen Schauplatz, auf dem es teils sinnlich beschaulich, teils lebensfroh skurril zuging. Beim Kinderschminken für Erwachsene, wie auch für Kinder, konnte man es sich auf den Stufen des sogenannten Sonnendecks bequem machen und sich in ein Tier seiner Wahl verwandeln lassen. Ebenfalls vom Sonnendeck aus hatte man freien Blick auf die Open Stage, die Samstagnachmittag mit Sketches, Tanz, Gesang und Spiel, zusammengefasst mit purer Lebenslust, großzügig bespielt wurde. Zwei junge Damen führten charmant und äußerst unterhaltsam durchs Programm. Ob wir auch im kommenden Jahr wieder in den Genuss eines Ein-Festivals kommen werden, bleibt abzuwarten. An der Qualität und Vielfalt der Arbeiten sollte es jedenfalls nicht scheitern. Und nachdem es von offizieller Seite »Studenten übernehmt eure Uni« hieß, liegt es vielleicht sogar ganz alleine in den vielen studentischen Händen, ob wir uns nächstes Jahr an selber Stelle wiedersehen werden.